Armin Göringer, macht die Sperrigkeit und Zerbrechlichkeit des Naturmaterials Holz sichtbar. Dabei wagt er sich immer wieder an die Grenze des technisch Machbaren. Dünne Streben verbinden klobige Klötze und halten sie in Spannung. Viele Skulpturen wirken gleichzeitig filigran und kompakt, beweglich und starr, elegant und profan. Armin Göringers Skulpturen und Reliefs sind handwerklich kleine Wunderwerke, geschaffen mit der Kettensäge. Wie entsteht ein Kunstwerk bei Ihnen? Ja, das Holzkunstwerk entsteht einzig und allein mit der Kettensäge. Ich habe einen Stamm, ich mache vorher Marketten und Zeichnungen und versuche dann skulptural zu arbeiten, also wegzunehmen vom Stamm, vom Holz wegzunehmen. Und versuche eben diese Zeichnung dann im Großen zu realisieren. Wirklich nur mit der Kettensäge. Es wird anschließend geschwärzt mit Farbe und steht dann, wie es ist. Es wird nichts geschliffen, es wird nichts geschönt. Die Arbeit entsteht einfach, wie es mit der Kettensäge rauskommt. Also ich habe etwa vor 10 Jahren etwas entdeckt, was kein Holzbildhauer macht. Und zwar arbeite ich mit den Kräften, die der Stamm selber hat. Also das Holz selber hat sogenannte Reaktionskräfte. Das ist Zug- und Druckkraft. Und diese Druckkraft, das ist eine Kraft, die, und Zugkraft natürlich auch, die der Baum benutzt, um Kurven zu wachsen. Also wenn er am Hang rauskommt, dann muss er eine Kurve machen, um zum Licht zu wachsen. Und diese Druckkraft, die benutze ich, um einfach diese Stabilität und diese Spannung im Holz zu erzeugen. Diese Druckkraft geht auch nicht weg, wenn das Holz geschnitten wird, sondern die ist immer vorhanden. Und man sieht es an dieser Arbeit schön, das hier ist eine Federwirkung. Dadurch kann ich diese Köpfe, ich nenne das ja Köpfe, Körper, Köpfe, verbunden durch Stege. Und diese Köpfe kann man viel massiver machen, viel schwerer machen, wenn sie durch eine Federwirkung zusammenhalten. Ja, also dieses Arbeitsfeld entstand in den 80er Jahren. Etwa 85 habe ich die ersten Kerbungen ins Holz gemacht. Die Idee war, dass mich Polaritäten interessiert haben, also Extreme, die in der Struktur aufeinandertreffen. Mich hat allerdings nie die Endpunkte interessiert dieser Extreme, sondern immer die Schnittstelle. Also das waren Arbeiten, die ich eben seit 85 mache, bis heute in Varianten und unterschiedlichen Hölzern. Hier ist eine Robinie, die für draußen stehen kann. Robinie ist ein Holz neben Eiche, die ich ausschließlich für draußen verwende. Was wünschen Sie sich vom Betrachter Ihrer Kunstwerke? Ja, der Künstler wünscht sich natürlich immer, dass die Gedanken, die er selber hat, der Betrachter eben auch realisieren kann und nachvollziehen kann. Also ich arbeite nicht nur formal, meine Arbeiten sind durchaus auch inhaltlich zu sehen. Ich habe viel mit mir selber zu tun. Also ich fing mal an als Bildhauer, auch als Maler, als ich noch Maler war, Selbstporträts zu machen. Und ich glaube, ich bin immer noch dabei, mich selber zu finden in meiner Arbeit. Wie ein Erfinder ist Göringer ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unsere Wahrnehmung von dem, was mit Holz möglich ist und was es zeigen kann, zu erweitern. Teilweise kombiniert er Holz mit Papier zu erstaunlichen Wandobjekten. Göringer ist der Sein.
Energiestrahlen, auch was wir auch.